Servus hier, du Herz, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal was ganz Neues und zwar Smash It. Das Format, wo ihr quasi Booster gewinnen könnt. Und das Ganze funktioniert mit so einem tollen Buzzer. Einfach draufdrücken, werdet ihr bald gleich auch im Video nochmal sehen. Aber eine ganz kurze Erklärung nochmal zu dem, wie genau funktioniert denn das. Und zwar treten immer zwei Leute gegeneinander an. Und dann wird halt gebuzzert, wie das eigentlich immer so ist bei irgendwelchen Quiz-Sendungen, die ihr vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt. Und aber die eine, hier gibt es noch eine kleine Besonderheit, die ein bisschen anders ist. Und zwar, wenn jemand gebuzzert hat und die falsche Antwort gibt, dann ist das nicht automatisch ein Punkt für den Gegner, sondern der Gegner hat dann halt höchstens die Möglichkeit, noch darauf zu antworten. Antwortet er auch falsch, gibt es eigentlich für keinen Punkt. Deswegen wird immer quasi Best of Three gespielt. Also das heißt, wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt das Ganze. Und ja, der Gewinner bekommt einfach zwei Booster und vielleicht bekommt ja der Verlierer sogar noch ein kleines Trostpflaster, das heißt vielleicht noch ein Päckchen einfach fürs Mitspielen, aber da will ich nicht so viel vorweg spoilern, schau das Video einfach. Und ansonsten kann ich nochmal sagen, ich habe im Video leider selber nicht einsprechen können die Fragen, da hat mir der Maurice aka Schattenspieler ausgeholfen, weil meine Stimme leider komplett weg war. Geschuldet dem langen Europameisterschaftswochenende, weil wir das nämlich auf der Europameisterschaft aufgenommen haben und an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich, Maurice, dass du mir das eingesprochen hast. In Zukunft hoffe ich, dass ich das dann selber übernehmen kann. Ansonsten gibt es zu dem Video noch einen zweiten Part, der ist auch beim Schattenspieler auf dem Kanal, allerdings in Englisch mit auch sehr, sehr interessanten Leuten, ist hier oben verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen oder vielleicht auch da, irgendwo oben ist das auf jeden Fall verlinkt. Und ansonsten gibt es noch eins zu sagen, vielen, vielen Dank auch an TCG Arzt und Jens, der uns nämlich die Preise zur Verfügung gestellt hat und ohne ihn wäre das Ganze nicht möglich gewesen, deswegen dickes Dank an dich, Jens, und einen dicken Shoutout und ja, steht auch hier oben irgendwo verlinkt, dein Kanal. Und schaut da unbedingt vorbei und lasst mal ein dickes Danke da und einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, genug gequatscht. Geh mal ins Video und ja, viel Spaß. Jetzt kommen wir zur ersten Frage, die Punkte gibt. Schnelleffekt. Ja, okay. Du kannst diese Karte in deiner Hand vorzeigen und dann ein Trickster-Monster wählen. Scheiße, Trickster Lycoris? Lycoris? Mixer Lycoris? Ja. Das hätte auch vor gewesen. Ja, das ist ein Damage dazu gewesen. Ja, ist gut. Nächste Frage. Beide Spieler zeigen ihre Hände vor. Jeder bestimmt eine Karte von der Hand. Track down into the grave. Ja. Krank, ich hätte Exchange gesagt, oh mein Gott. Wie kannst du buzzern? Man weiß noch gar nicht, ob es das wird. Nein, es hätte auch Exchange sein können. Das ist genau das Gleiche. 2-0. Krank. Easy 3-0 Klatsche. Oh mein Gott. Es hätte einfach auch Exchange sein können. Okay. Vielleicht sogar die letzte Runde. Stell dich an, ja. Als ein großer Salamanster. Nein. Salaman Great Godzilla. Yeah! Bam! Die kenne ich! Was macht die? Falls ein großer Salamander-Monster auf deinen Friedhof gelegt wird, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Mehr kann die nicht. Genau. So. Nein. 2-1. Okay, du kannst doch gewinnen. Nächste Karte. Kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Die Effekte vom Monster können nicht aktiviert werden. Majesty's Feet. Was? Majesty's Feet. Ja. Falsch. Krank. Ah, was hast du gesagt? Majesty's Feet. Ich kenne keine Tributen schon, kann ich special werden? Sonst gib einfach ab. Okay, ich weiß nicht. Amano, Ivano. Oh mein Gott, ja. Nächste Frage. Schnelleffekt. Du kannst diese Karte auf den Friedhof abwerfen und dann eine Karte im Friedhof deines Gegners zu wählen. Risiko. Ja. 2-2. Bist du bis 4 oder bist du bis 3? Bis 3. Krank, jetzt ist er richtig Eierschlackern, Alter. Warum machst du diesen aber? Das können immer alle Karten sein, wenn ja. Show. Ist jetzt nicht so die häufigste Karte, aber ihr spielt ja schon ein bisschen länger, von daher kennt ihr die. Kennt ich niemals, sag ich jetzt schon mal. Falls diese die einzige gesetzte Karte in einer Zauber- und Feindkartenzone ist, wenn ein Monster. Solemn Scolding. Ja. Hä? Was soll das? Und damit 3-2. Bam! Hat der Gewinner mal? Ja. So, als Belohnung kriegt der Gewinner zwei Booster. Ja! Und es gibt sogar noch einen Trostpreis von einem Booster. Krank, ich wette, er zieht die Secret, Alter. Oh mein Gott, warum tust du das? Soll ich sie? Die liegen bei mir. Kannst du auch tauschen, wenn du willst. Nein, mach jetzt. Okay. Oh mein Gott, er macht Mindgames mit mir.
nichts sehen. Ist halt die zweite Sekunde schon raus. Halt doch auf! Warum sagt keiner was? Oh mein Gott, Alter, wie ich zittere. Nein! Ja! Nein, oh nix! Nix. Orkus. Crescendo. Ja, finde ich, dass ich mitgespielt habe. Kein Problem, danke, dass wir spielen durften. Ziehe zwei Karten. Dann verbanne, dann ein finsteres Monster von deiner Hand. Oder, falls du kein Allure. Ja. 1-0. Richtiger Name, Allure. Of Darkness? Ja. Tja, ich habe die Karte nie gespielt, glaube ich. Ich auch nicht. Okidoki. Kommen wir zur nächsten Karte. Auch eine, ja, auf jeden Fall Meterkarte. Jetzt muss er schnell sein. Gut zu hören. Ja. Füge deine Hand eine Spielfeldzauberkarte von deinem Deck. Ja? Und was als erstes? Terraform. Ja. 2-0. Jetzt müsst ihr aufholen hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, nächste Karte. Wird jetzt nicht so oft gespielt, aber sieht man ab und zu im Meter. Wenn ein oder mehrere Monster spezialbeschworen würden oder ein Monster-Effekt aktiviert wird, zahle 1500 HP. Solemn Strike? Ja. 3-0! Tut mir leid! So, aber da du mitgemacht hast, kriegst du ein Gratis-Booster. Oha, du hast sicher die Secret. Komm genau. Schon. Ihr dürft aussuchen, okay. Aber du musst jetzt schon öffnen. Okay, ich nehme das hier. Die nimmst du? Das ist ja mein Mist. Ich darf 3 nehmen, ne? Ja, 3 nehmen. Das ist wie Weihnachten! I am the foreign Greek players of the Stones, winning the White Cat's prize card at the public event stage. Jan Schlender, Nick Abrasé, und Chelsea's team. Jan Schlender, Nick Abrasé, bis jetzt noch nicht. Please refer to the public event stage to have the chance to win the White Cat's prize card. Ich zieh dir was Gutes, ich zieh dir was Gutes. Komm schon, Dati! Du musst spannend machen. Düm, düm, düm. Oh. Gutes Spiel. Aber gutes Spiel. Wie ist deine Idee? Alte Karte, dennoch im Meter relevant. Gut. Wähle eine Zauber- oder Feindkarte auf dem Spielfeld, zerstöre das Gebiet. Also mystischer Raumtyphon. Ja, 1-0 für jetzt. Es hätte auch Stopptornado sein können. Er ist halt der Hassel. Okay. Los geht's. Nächste Frage. Kann nicht als normaler Spezialbeschwörung beschworen werden, weil du einem Monster kontrollierst. Kein Spieler kann Monster-Effekte aktivieren, es sei denn, die Anzahl der Monster-Effekte, die dieser Spieler in diesem Spielzug bereits aktiviert. Inspector Border. Ja. 2-0. Okay. Okay. Von unserem Gast. Ich sag doch, dass ich verlieren werde. Von unserem Gast. Eine sehr bekannte Karte. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen werden oder gesetzt werden. Muss als Spezialbeschwörung beschworen werden von deiner Hand, indem du 3 Kugelmodus. Hier, Rass. Schwermodus. Schwer, warte. Ach Mann. Wie heißt er richtig? 3 offene. Was? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Warte mal. Sag einfach den richtigen Namen. Uria, der Herr der reißenden Flammen. Yeah! Yes! Yes! Ich wusste es! Drei Traps, ne? Okay, da habe ich dir richtig zugehört. Oh, nice! Verdammt! Okay, du warst zu schnell. Ja. In deiner Mainphase, deines Gegners, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein offenes Effektmonster hier. Effekt verschleiern. Jo! Ah ja! 2-2! Ja! Finale! Ich habe mir überlegt, was machst du in der Mainphase am Alte, aber sehr bekannte Karte. Ja. Oh, da werde ich verlieren, weil er keine Grundkarten. Kennst du auch. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst. Sabre Drache. Ja! Ich dachte, du nimmst nicht, weil du vorhin schon hattest. Das war's? Wollte ich warten. Es gab gleiche? Ich weiß nicht. Okay. 3-2. Hätte ich vorhin nicht zugeguckt.